Hallo, ich bin Isabel und ich mache mein FSJ in der Seniorenresidenz München Nord am Empfang. Ich habe mich für ein FSJ beworben, weil ich unbedingt etwas nach der Schule machen wollte. Und das FSJ sehe ich eigentlich als gutes Erlebnis. Man sammelt viele Erfahrungen währenddessen und ich glaube, man bildet sich auch sehr gut weiter und weiß so ein bisschen, was man danach studieren oder machen möchte. Eigentlich wollte ich mich auch erst bei einem Kindergarten bewerben, aber nach einer Zeit dachte ich mir dann vielleicht doch eher was mit älteren Leuten, weil ich in der Schule schon zuvor mit Jüngeren gearbeitet hatte und das teilweise auch ein bisschen schwieriger sein kann. Und dann dachte ich einfach mal, vielleicht auch Erfahrungen mit alten Leuten sammeln, vielleicht nach einer Seniorenresidenz. Und dann habe ich ein bisschen mich umgeschaut und bin aufs Augustinum gestoßen und habe mich beworben. Also ich habe vor, eine Ausbildung zu machen in Richtung kaufmännisches Büromanagement. Und das FSJ am Empfang hat mir vor allem dabei geholfen, dass man sich auf jeden Fall neue Kenntnisse erlernt, zum Beispiel mit dem Computer, aber auch durch das Telefonieren oder Tabellen erstellen auch. Man hat viel mit Papierkram sozusagen zu tun. Also da habe ich eigentlich gemerkt, das ist schon sehr meins. Vor allem die Verantwortung, die man trägt, das finde ich, macht es noch alles ein bisschen spannender. Und aber auch den Kontakt mit den Leuten. Man ist sozusagen auch eine Anlaufstelle. Man muss sozusagen viel Bescheid wissen, man muss sich gut auskennen. Und einfach dieses Telefonieren, was mir sehr viel Spaß macht, mit externen Leuten, E-Mails schreiben, das habe ich einfach gemerkt, das liegt mir sehr. Morgens fängt es eigentlich an, dass sich die Leute beim Essen abmelden, beim Mittagessen. Das müssen wir alles in den Computer eintragen. Dann gibt es Technikaufträge, also wenn was in den Apartments defekt ist, kommen die Bewohner zu uns und wir schreiben das auf. Wir reden natürlich auch mit den Bewohnern, wenn sie irgendwelche Probleme haben, helfen wir ihnen. Wir kümmern uns um die Besucher der Bewohner, um Veranstaltungen. Wir müssen Schlüssel ausgeben und eintragen, damit wir wissen, welche Schlüssel rausgehen und welche wieder reinkommen. Und sonst einfach so ein bisschen rundum irgendwie alles. Also für mich hat das FSJ jetzt zum Beispiel gebracht, ich habe neue Freunde kennengelernt und ich bin aus meiner Heimatstadt ausgezogen, nach München. Das fand ich sehr, sehr schön. Und durch die Seminare lernt man sehr viele verschiedene Leute kennen und hat auch verschiedene Blickwinkel auf verschiedene Sachen. Durch die verschiedenen sozusagen Generationen, bei mir zum Beispiel in der Seniorenresidenz, lernt man sehr viel und man entwickelt sich selber sehr gut weiter, finde ich. Man weiß, was man später vielleicht eher weniger machen möchte. Man bekommt sehr viel mit und auch die Nähe zu den älteren Personen ist auf jeden Fall nochmal eine ganz große Abwechslung.